Praxis, Ethik und Philosophie, Empirismus. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie gelangt der Mensch eigentlich zu Wissen und Erkenntnis? Das ist die große Frage der Erkenntnistheorie. Im Groben unterscheiden wir hier zwei Strömungen, die Rationalisten und die Empiristen. Rationalisten gehen davon aus, dass Erkenntnis nur durch den Verstand und seine Tätigkeiten erlangt werden kann. Jede Form der Sinneswahrnehmung sei unzuverlässig und daher keine gute Quelle der Erkenntnis. Die Empiristen gehen hingegen davon aus, dass wahre Erkenntnis nur durch die Sinneswahrnehmung und empirische Erfahrung erlangt werden kann. Schauen wir uns in diesem Video den Empirismus und hier stellvertretend den britischen Philosophen John Locke einmal genauer an. Locke ging davon aus, dass der menschliche Geist bei Geburt an ein unbeschriebenes Blatt, eine Tabula rasa, sei. Erst im Laufe des Lebens, wenn man Erfahrungen und Sinneswahrnehmungen sammelt, werde dieses Blatt beschrieben und der Mensch gelange so zur Erkenntnis. Im Konkreten erfolgt das nach dem folgenden Prinzip. Durch die Anschauung der realen Welt, was Locke Sensation nennt, gelangen Eindrücke in unseren Geist, so beispielsweise der Eindruck der Farbe Grün. Dieser Eindruck bildet nun eine einfache Idee in unserem Geist, nämlich die Idee Grün. Durch Tätigkeiten des Verstandes, was Locke als innere Selbstwahrnehmung und Reflection bezeichnet, können nun mehrere einfache Ideen zu komplexen Ideen zusammengesetzt werden. So kann ich beispielsweise aus den einfachen Ideen Grün, Hart und Süß die Vorstellung einer grün wohlschmeckenden Kugel bilden. Hiervon ausgehend sind wir also in der Lage, einen Apfel, also eine grüne wohlschmeckende Kugel, auch als Apfel tatsächlich zu erkennen, da dieser die einfachen Ideen Grün, Hart und Süß verbindet. Der Apfel ist damit also unsere komplexe Idee geworden und wir wissen nun, was ein Apfel ist. Schauen wir uns nochmal genauer an, wie die Eigenschaften eines Objektes zu Ideen in unserem Geist führen können. Die Ideen selbst werden durch die Qualitäten der betrachteten Dinge erzeugt. Locke unterscheidet dabei zwischen primären und sekundären Qualitäten. Primäre Qualitäten sind all jene, die einem Ding per se innewohnen und von der Sinneswahrnehmung eines Menschen unabhängig sind. So zum Beispiel Größe, Form, Anzahl und Gewicht. Egal, ob ich einen Apfel wiege oder nicht, er hat sein spezielles Gewicht unabhängig von meiner Sinneswahrnehmung. Sekundäre Qualitäten sind nun solche, die nicht einem Ding selbst innewohnen, sondern nur im betreffenden Subjekt durch die Sinneswahrnehmung erfasst werden können. Also zum Beispiel Farbe, Geschmack, Klang und Geruch. Der Geschmack eines Apfels tritt nur dann zum Vorschein, wenn ich auch tatsächlich in ihn hineinbeiße. Ohne das Essen gibt es also keinen süßen Geschmack. Hinzu kommt, dass die sekundären Qualitäten und deren Erscheinung auch von Mensch zu Mensch sich unterscheiden können. Bei den primären Qualitäten ist das nicht der Fall. Wenn du noch Fragen hast, schreib's einfach in die Kommentare.